Müssen wir den Einkauf, das mache ich falsch und das muss ich, glaube ich, mit dem Depot machen. Ja, jetzt geht alles los. Ja, ich habe keine Einigkeit mehr. Das heißt, alles lässt gerade nach. Kein Kraftstoff mehr, kein Waffen- und Kippmülltransport, ja, alles. Alles. Ich habe Eisenplatten. Die müssen nur transportiert werden. Da, endlich. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich verstehe nur gerade nicht, was. Achso, ich. Ja. Ich habe keine Einigkeit mehr, deswegen kann ich das nicht machen. Ich habe voll verkackt. Oh, die Lebenserwartung meiner Bewohner geht gerade runter. Ich nehme an wegen dem verdammten Müll. Na gut, machen wir das mal eben. Einigkeit entfernen. Ich brauche ein bisschen Einigkeit, um dieses blöde Förderband zu bauen, oder? Irgendwas in der Richtung. Wenn die Wartung wieder da ist, dann verschwindet der ganze Scheiß da auf der rechten Seite alles wieder, aber. Jetzt muss ich darauf hoffen, dass irgendwie Strom mal da ist, damit die Wartung durchlaufen kann. Ich habe doch 0,6. Nein, 0,1 habe ich. Okay. Ja, bla.
brauche nur die Wartung. Kommt schon. Ich sollte hier vielleicht einen LKW zuweisen, wobei die auch keinen Sprit haben gerade. Die Wartung ist im Augenblick das Wichtigste von allem. Wenn ich die nicht habe, kann ich das Ganze knicken. Aber das zeigt mir, wie unglaublich abhängig man vom Eisen in Produktion ist in diesem Spiel. Wo sind deine LKWs? Einer steht hier rum, macht nichts, weil er im Arsch ist. Den kann ich nicht reparieren. Jetzt, wo ich die Tankstelle hier hinten hier habe, sollte ich hier eine einrichten. Das macht Sinn. Jetzt mangelt es mir echt am Strom, aber gegen den Strom kann ich nichts tun, ohne Baumaterialien, die ich nicht kriege, weil ich halt keine Wartung habe. Meine Fresse, die fressen die Wartung aber auch förmlich auf. Moment. Kein Sprit mehr. Das bringt mir auch gerade nichts. Ich brauche eine andere Möglichkeit, Zeug zu entlasten. Ich meine, das ist immer nur die Hälfte der Luftverschmutzung von dem allgemeinen Abgasen. Also ist das jetzt nicht so übermäßig katastrophal, wenn ich das mache.
Aus meine Kraftwerke arbeiten wieder, verdammte Axt nochmal. Ja, könnt ihr jetzt mal bitte anfangen, Strom zu produzieren? Ihr habt doch Saft. Ach, 0,3. Jetzt, Power! Trotzdem reicht der Saft nicht aus, aus irgendeinem Grund. Der wird das Abgas schon wieder nicht los. Weil die Anlage ihre Wartung versäumt hat, ja. Jetzt nicht hin, da kommt er nicht hin. Oh. Warum? Ah, okay, das ist einer von den neuen. Oder der neue. Jetzt fangen meine Mitarbeiter im großen Ziel an zu sterben. Moment. Das Problem ist hier hinten eigentlich begraben, weil ich habe nicht genug Sprit, um meine Motoren zu betreiben. Das ist das, was ich mir vielleicht in Zukunft mit einplanen sollte. Dass ich separate Treibstoffdinger habe und Notstromaggregate einrichte. Das Problem ist, ich kann ja auch nicht anfangen, jetzt alles großartig abzureißen und irgendwie neu zu bauen. Das lohnt sich nicht. Ich brauche die Wartung. Wartung. Das kann ich noch mit dem Ding hier regeln. Wasser sparen, scheiß drauf. Wartungsreduktion, das ist das Wichtigste im Augenblick. Aber es steht immer null Einigkeit. Wahrscheinlich ist das ein Fehler von denen. Mit ein bisschen Einigkeit kann ich... Froschmals, ein paar von meinen Problemen lösen. Habe ich noch Anlagen, die meine Einigkeit im Augenblick auffressen? Habe ich noch irgendwo anderes Anlagen hingestellt, die das machen? Da. Das ist ein Elend. Immer wieder irgendwo nachbessern müssen. Gab es nicht einen Knopf, wo man Einigkeit von allem entsorgen kann? So, jetzt habe ich zumindest Einigkeit wieder und die Energie von den Leuten geht hoch. Na toll. Will mir schon wieder Eisen? Och Mann! Was läuft bei diesen Leuten nicht richtig? Wieso kommst du... Stimmt, das war ja die Geschichte hier. Ach Mann. Wisst ihr was? Das Ding muss jetzt mal weichen. Ich habe jetzt keine Lust, da die Förderbänder umzubauen. Das ist gerade ein bisschen krass. Soll er halt so hinfahren. Aber der muss wieder in die Mine runter. Der muss Dings einsammeln und so weiter.
Problem ist gerade, dass mein Sprit aus. Moment mal, Sprit konnte ich doch bestellen, oder? Genau, ich muss nur Kohle einsetzen dafür. Moment, das sind zwei LKWs, ich wollte gerade sagen, nicht einer, der zwei Dinger drauf hat. So, mit ein bisschen Glück reicht das jetzt, um die da unten wieder mit Sprit zu versorgen, weil die müssen mein Eisen jetzt eigentlich abbauen wieder. Oh Mann. Jetzt geht's wirklich bergab. Nur weil mal kurz Eisen gefehlt hat. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Immer die hier gerade hinfahren. Achso, die holen die Materialien ab. Okay, immerhin sterben meine Mitarbeiter nicht mehr weg. Nicht mehr großartig jedenfalls. Aber die Wartungsarbeiten, das ist immer noch so. Jetzt fehlt mir verdammten Elektronikteile. Ich krieg so viel. Jetzt, ja, der Kupfer fehlt mir. Das heißt, meine Kupferanlage hier hinten arbeitet im Augenblick nicht, weil Wartung fehlt. Yay. Ich habe nicht genug Wartungsdinge. Toll, entweder der eine funktioniert und die anderen Dinge. Das ist ein Hin und Her mit dem Scheiß. Und Sand brauchte ich ja auch noch, um die Dinger zu betreiben. Ja, da ist das liebe Problem, wenn man keinen Platz auf der Scheißinsel hat. Kann ich Holz verkippen? Ich glaube nicht. Ansonsten könnte ich anfangen, überall Land mit Bäumen aufzukippen. Naja, Holz darf nicht verkippt werden. Das Problem ist, Abfall wäre eigentlich eine super Idee, den zu verkippen, aber wenn ich Abfall verkippe, dann meckern die rum wegen Umweltverschmutzung. Kommst du hier schon wieder nicht hin? Die suchen sich jedes Mal ein neues beschissenes Gebäude aus. Was willst du von da denn holen jetzt? Treibstoff. Notfallbetankung kann ich leider nicht machen. Ich sollte ihm vielleicht mal sagen, dass er Diesel anfordern soll.
So, jetzt kann er wieder Einheiten betanken. Und jetzt fahren auch wieder die LKWs runter und holen sich neues Erz. Das Erz, was sie jetzt auch abladen können, weil diese Anlage hier hinten wieder arbeitet. Nice, endlich. Man muss den Sachen nur den richtigen Stupser geben. Aber man kann sich immer wieder aus solchen Situationen rausziehen. Das ist ganz gut. Da rutscht das ganze Eisen nach. Wenn ich das nochmal mache, dann mache ich das aber auch wirklich so, wie mir das, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der Kollege. Jetzt muss ich selber mal kurz nachgucken. Der Rove Service. Ja, ich meine, der hat eine ganz gute Idee gehabt, dass man die Sachen halt direkt von den mit Förderbändern abtransportieren kann von den Bergwerken. Das ist auch nur für sich keine schlechte Idee. Tatsächlich macht das sogar Sinn, die Sachen voneinander zu trennen. Dass ein LKW wirklich nur mit dem Erz wegfährt, mit dem er wegfahren soll. Nämlich die Sachen halt einfach direkt von den LKWs hier irgendwo in ein Lager kippen lassen und das Lager teilt das halt auf in die zwei anderen Materialien. Entweder mit per Förderband direkt wegtransportieren oder halt anders. So viel Eisen hier oben noch. Boah, wieder Eisen. Ist das schön. Wobei, ich habe Eisen jetzt gerade. Auch Sand habe ich gerade. Und wieder eine Möglichkeit, nicht an mein blödes Lager. Warum wollt ihr alles zu diesem Lager transportieren? Das ist doch zum Kotzen jetzt wieder. Also Schlacke. Schlacke führt mich wohin? In den großen Schlackebehälter. Eigentlich brauche ich das gar nicht. Hör mal auf damit. Schlacke lieber irgendwo verkippen. Bist du doch nicht voll, wieso fährst du denn schon weg? Jetzt fangen die Einheiten an, komische Dinge zu tun. Was haben wir denn hier überhaupt noch? 1, 2, 3, 4. Das würde ich wahnsinnig gerne machen. Ich habe aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe 116 von den anderen LKWs und von denen jetzt 4.
Solarkollektoren kann ich herstellen. Stimmt. Da hatte ich ja was in Auftrag gegeben. Ich brauche dafür eigentlich Solarzellen. Ich meine, die Konstruktionsteile habe ich. Die Solarzellen muss ich jetzt irgendwo herstellen. Damit werde ich mir sicher Glas und Elektronik bauen oder so ein Scheiß. Und Polysilizium. Ach, Stahl. Ach du Scheiße. Das könnte meine Energieversorgungsprobleme ein bisschen liften. Polysilizium habe ich reichlich. Stahl ist in der Nähe und... Beziehungsweise, nee, eigentlich in der Nähe nicht wirklich, aber... Wo bist du jetzt schon wieder mit deinem Müll? Der will den Sprit holen. Kann er aber nicht. So ein anderer LKW hat er den Auftrag gekriegt, deswegen hat er den abgebrochen. Der Anblick gefällt mir, wenn das Eisen wieder fließt. Okay, die Wartung ist noch nicht hundertprozentig durch, aber... Ich meine, wir sind, glaube ich, über dem Berg erstmal. Ich muss jetzt irgendwas anderes machen, das ist mir gerade zu stressig. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und tschüss.